Guten Morgen, es gibt heute ein ausgewogenes Frühstück. Dazu ein Glas Milch und Joghurt. Guten Morgen, Julius. Nein. Wenn du verhalten hier morgen, was spinnst du denn eigentlich? Ein bisschen Motivation hier, du kannst doch rausgucken. Die Sonne scheint, was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Was stimmt denn nicht mit dir? Die Hände in die Fresse, auch. Die in die Fresse. Oh, oh, der schlägt. Ja, lauf. Gut, Bessel. Eins, zwei, drei. Nach diesem sehr verstörenden guten Morgen meinerseits, was ich da eben aufgenommen habe, ich selber nicht verstehe, was da mit mir los war, jetzt die nächste links. Also wirklich hier die Todesstraße runter, wir fahren die Todesstraße runter. Da kommt ein Todesbus, Achtung, der fährt uns tot. Fahren wir jetzt zu Antonia spontanerweise. Achtung, Todesstraße. Fahren wir jetzt zu Antonia tatsächlich und holen uns einen Roller ab. Antonia hat ein richtig schönes Moped, wie man bei uns in der Jugend sagen oder nicht. Und dann holen wir es jetzt ab, dann wird sie mir den erklären, dann werde ich den kaputt fahren für einen waghalsigen Videotitel und damit eine Menge Views gehen und Antonias Geld nicht zurückgeben. Let's go. Okay, es gibt nämlich eine kleine Überraschung bei dem Roller. Ja. Der geht nicht an. Was? Ja, kicken. Das muss kickstarten. Ist doch kein Problem. Und dann genau. Gas geben und Bremse, ne? Genau. Und du musst ihn immer nach vorne. Nach vorne kickstarten? Ja, du musst ihn nach vorne kickstarten. Hä? Ja. So? Der Winkel von dem Ding ist so, schau. So. Hä? Wenn man ein bisschen kommt, musst du ein bisschen Gas. Ja, jetzt kannst du ein bisschen Gas geben. Ja, jetzt da. Ist der sicher? Also, kriegst du es hin? Jetzt nach unten? Ja. Ja, mach die Kamera da rein. Digga. Du musst mir ansagen, wohin, ne? Ja. Junge, wir fahren 20. Wir haben es jetzt hier so Jumbo-scuffed einfach. Also wirklich komplett lost. Mit so Schaumstoff und Ding hier, gut, das wackelt halt die ganze Zeit jetzt fürs Handy, aber ist ganz nice. Tobi und ich, wir wollten eigentlich ja noch jetzt in den Feenwald fahren, das passt aber zeitlich nicht mehr, deshalb fahren wir beide jetzt. Was? Schub doch keine Sau. Wer seid ihr denn, Alter? Junge, diese ganzen deutschen Asiatouristen hier auf der Insel machen es komplett kaputt. Wir fahren auf jeden Fall jetzt ein bisschen am Strand entlang, ne, mal ein kleines Rollertürchen machen wir zwei, ne? Komm. Komm. Traust du mir? Nee, ich bin der Pilot. Los geht's, warte, wir fahren in deine Nase. 3, 2, 1. Gelappen, ey! Die kitzeln, du! Kann man ja nicht sagen, dass der Süße nicht süß ist, oder? Also dieses Baby, dieses Babyschatz, die mal aussieht. Guck mal. Mal Bayflip, Tobi. Guck mal Bayflip. Boah, Junge. Ja, Front. Ich kann das Knie. Ja, mach. Ich hab mir in die Hose gepisst. Sehr gut. Kann der Hund auf das Trampolin springen? Nee. Oha, und jetzt runterspringen. Echt? Ja. Okay. Oh. Boah. Das tut halt gar nicht weh, ne? Gar nicht machen, ne? Ja, die sind so nice. Warte mal. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Weg, oh. Da darfst du nicht drauf stehen. Okay, aber wo soll ich sonst stehen? Kann ich da drauf? Ja. Bett oder Front? Mach Front. Frontflip. 3, 2, 1. Oh, krasser Shot. Mal Bettflip. Okay, muss er auch callen wieder? 3. 2, 1 und Sprung. Piu, du bist das Trampolin. Au, oh, das war unabsichtlich. Guten Morgen, Düsseldorf, hier live aus Ruhe! Hör auf! Moritz, wir haben jetzt gleich Aerobic, ne? Ja, ich muss kurz meine Pizza machen um 10.30 Uhr. Wir haben jetzt gleich Aerobic wieder am Pool und Mo macht erstmal seine Pizza. Das ist sehr entspannt. Da kannst du dich rausgucken. Also unglaubliche Stimmung heute mal wieder. Okay, Leute, gerade noch ein Eis am Gönnen. Wir haben gerade hohen Besuch. Der König persönlich ist da. Nicht Knossi, nicht du, Mo. Du bist nicht der König. Ich bin's, hallo. Simon ist hier. Und ich habe ja das hier akquirieren können. Ich weiß gar nicht, ob Simon weiß, dass er mein Besitz ist. Ich würde sagen, wir verhandeln jetzt mal ein bisschen. Ja, ihr habt gerade hier ein Meeting, ne? Ja. Ich will mich auch gar nicht einmischen, aber vielleicht können wir gleich auch noch mal wegen was Geschäftliches reden. Ich habe hier was dir gehört. Oha.
Da können wir später nochmal drüber reden. Aber wir haben schon ein paar von bekommen. Hm? Wir haben Portugiesen welche gebracht. Aber das ist original, ne? Ich hab 10. Würdest du sagen, das ist jetzt wertlos? Ja. Also jetzt hast du jetzt kein Interesse, weil ich habe das jetzt richtig teuer eingeflogen und verifizieren lassen. Doch. Wie viel würdest du dafür zahlen? Nicht mehr als 1 Million, das ist gerade meine Schmerzgrenze. Ich kann von vornherein sagen, wir brauchen nicht über 1 Million verhandeln. Also mehr als 1 Million nicht? 1 Million ist Limit. Digga, wir haben hier mit 20 gerechnet. Ich will das Haus hier kaufen. Ja, 1 Million, dann fehlen dir noch 700.000 fürs Haus und dann ist es fein. Aber mehr brauchst du nicht, ich will mich hier nicht abzocken lassen. Wir gehen nochmal hinten reden, komm. Reden wir später drüber, ja. Der will mir weniger, also der will mir maximal 1 Million dafür zahlen. Für das Glas. Bitte hör auf, Pino. Lass den Hund in Ruhe, der hat Probleme. Der Hund hier hat Probleme, guck dir den mal an. Ich meine ja auch den Hund. Ich meine ja auch. Weil du das sicherlich keine Brunnen gucken kannst. Wer ist da? Ich hab angebrochen. Nein. Pino, fast. Das Problem ist, uns ist so ein Künstler aus Lissabon hinterhergeflogen mit seinen Staffeleien und versucht jetzt die ganze Zeit zu verkaufen. Obrigado. Nein, jetzt bitte wirklich nicht. Wir haben ihn schon mehrfach gesagt, dass sie das Haus verkaufen. Nein. Ja, fein. Zeigen Sie noch mal bitte. Ja. Zeigen Sie ganz kurz. So. Ich habe jetzt mehrfach gesagt, dass wir das nicht kaufen möchten. Checkt maxleinfelder.de aus, der macht coole Kunst. Ben Fleet. Ich dachte, jetzt da runter. Ey, Mo, zeig mal, wie es richtig geht. Kannst du von da, von diesem Gras, rüberspringen aus dem Kühlland? Schaffst du einen Hochsprung? Da drüber? Ja. Auf der Wiese kannst du leider so schlecht fahren, weißt du? Wenn du es guck mal, ich kann dir einmal den hier machen. Achtung. Oh. Hier! Oh, cool! Ja, jetzt ist cool. Jetzt mach wirklich den Schritt. So! Stark! Oh. Dafür bist du in der Beschreibung verlinkt. Checkt Mo aus für mehr BMX-Videos und Verkehr. Dein Ding hier. Spaß. Das rostet aber nicht, oder? Nö, ich stelle mal direkt in die Sonne. Okay, Leute, ihr kennt ja vielleicht diesen Petrucci. Das ist ein Kunstfälscher. Ich bin hier gerade einer ganz heißen Sache auf der Spur. Und. Die sehen mich nicht. Ein oder andere Bild zu erwerben, weil ich die einfach sehr geil finde. Und das finde ich super nice. Also, ich sitze hier oben im Baum. Die checken gar nicht, dass ich hier bin. Und ich bin gerade, wie gesagt, so zwei, drei Kunstfälschern hier auf der Spur. Und die ganze Zeit halt solche Sachen halt kauft. Geht's hier gerade so um emotionale Geschichten, Preise und sowas. Aber im Endeffekt ist das ja alles ein Riesenscam. Das ist ein Riesenscam, sag ich euch. Geht wieder nur um Profit bei den beiden, das ist doch ganz klar. Aber ich will die einfach, weil ich sie einfach geil finde, weil ich sie fühle und weil ich sie einfach selber auch... Das ist so eine Lüge. Das macht er nur, damit er damit Geld verdienen kann. Der Schweinehund. Und nur damit Geld verdienen. Dann will sie alle ausdrücken. Die werden schon noch sehen, wenn die Staatsgewalt sie irgendwann hochnimmt. Die zwei. Ich bin hier oben aber auch top getarnt, wirklich. Also, die sehen mich gar nicht, ne? Ihr Schweine, ihr Kunstfälscher-Schweine, ich hab alles mitgehört, hab ich. Und ihr werdet alle eingeknackt werden, werdet ihr von mir. Ich hab alles auf Kamera, hab ich. Du kommst in den Knast. Und du kommst in den Knast, ihr Schweine. Ihr Dreckigen. Ihr Schweine, ihr Dreckigen. Ich hab sie, Jungs, die Kunstfälscher. Ich hab sie beide auf frischer Tat. Wir müssen ins Krankenhaus, mein Bein ist gebrochen. Mein Brein ist gebrochen. Ja, hallo. Kannst du mir mein Klettlogo wiedergeben? Ja, klar, warte. Du weißt, dass ich das für einen Tag gebe, aber nicht für drei.